Boss Deluxe. Mach mal weiter mit deinem Spruch. Deine Scheibe. Ey, hast du deinen Arsch gebrochen, ja? Aber du bist gerutscht, ja? Mach mal weiter. Hast du deinen Arsch gebrochen, ja? Was reingehen? Keine Respekt. Okay. Haben diese Leute, wallah, die haben keine Ehre und keine Stolz und keine Scharaf und keine Namus. Oder wenn einer mir Peach sagt, wenn einer sagt zu mir, das, ich werde niemals mit denen live gehen. Aber diese Leute, die wollen trotzdem mit Kurt Ibo live gehen. Sag mal ehrlich, habe ich recht oder nicht? Die wollen mit mir immer live gehen, ja? Rauch, Mädel, wer ist das? Aber Bruder, ich wusste gar nicht, dass du mit Hamid streitest. Was denn? Ich wusste gar nicht, dass du mit Hamid streitest. Ich habe keinen Streit. Bruder, er will einfach Fame von mir. Ah, aber der Kante. Amen. Wo ist der? Komm rein. Komm rein, ich bin alleine, Kühltypo. Er ist Break. Wallah, hör drauf, ey. Ich krieg Krämpfe, Wallah. Warte, hol ihn rein. Komm rein, Kühltypo, komm rein. Komm rein, ich bin alleine, komm rein. Komm rein, Ule. Komm rein, Küsibo. Komm mit Hamid Khan. Hamid Khan hat dir was zu sagen. Schreib mal, Küsibo soll eine Anladung schicken. Anspruch. Alle, hey, hör drauf, ey. Schreib dir mal, er soll eine Einladung schicken, bitte. Küsibo, schick mal eine Einladung, ja, sag mir. Leute, tipp mal auf den Bildschirm. Okay, jeder soll das sehen. Er soll diesen Namen überhaupt nicht erwähnen. Überhaupt. Komm mit dir. Ah, sorry. Das ist einfach Arschbruch, Ibu. Wallah, ja, Salam, ey. Ja, Bohemza, komm, ey, wo bist du? ATC, was geht, Bruder? Hey Hamid, aber wallah ist doch scheiße. Komm rein, wir waren so lange nicht mehr live zusammen. Ich sag Salamu alaikum, ich mach direkt Film, Alter. Hamid. Und ich bin hier Gast, Bruder, die haben mich eingeladen. Nochmal, du bist unser Bruder, du bist auf unserem Kopf, Rabbi. Nein, du bist auf meinem Kopf, auf gar keinen Kopf. Bruder, ich bin auf gar keinen Kopf, aber ich will mit sowas nichts zu tun haben, Bruder. Ich sag dir, du bist auf meinem Kopf und Hamid Khan Kopf. Nein. Ich respektiere dich beide. Ja. Guck mal, und hier Beton. Ihr habt doch einen Kampf, wir haben doch geredet, wie Männer, ich klärt das nicht. Aber Beton, bleib mal nicht. Steht es fest? Beton. Ist es fest, Rabia? 100.000% ist fest. Okay, super. Millionen Pot. Du hast meine Mutter beleidigt, warte ab, ich schwöre dir. Wallach, ich fahr jetzt zu dir. Rede nicht so, du kommst hin. Benimm dich, Alter, benimm dich, Wallach, du Zement. Rabia, der hat meine Mutter beleidigt, ich mach keinen Spaß. Darf ich ganz kurz was sagen, bitte? Beleidige niemanden, Alter. Was hat deine Mutter beleidigt? Du kleiner HS, warte ab, wenn ich dich sehe. Wann habe ich deine Mutter beleidigt? Was redest du da? Ich werde dich in der Kabine ausmachen. Ja, Chara, wann habe ich deine Mutter beleidigt? Wenn du deine Handschuhe anziehst, werde ich deine Nase brechen. Wann habe ich deine Mutter beleidigt? Was redest du da, hey? Hast du vorhin nicht? Hey, ganz kurz. Wir haben doch letztes Mal... Was deine Eltern beleidigt? Alles,
Bruder, schrei nicht, Bruder. Wir haben doch, als ob einer von uns zittert wegen sowas, Bruder. Warte doch. Ach so, ja, weil ich hab vorhin verstanden, du hast so gesagt. Du lernst dich viel zu mir, was dein Erster mit dir hat. Ach so, okay, dann hab ich falsch verstanden. Alles gut, alles gut. Beton und Khaled, wir haben doch geredet, ihr werdet das in der Das heißt, Bruder, steht es fest. Steht es 100% fest. Ja, dann bleib doch locker, Alter. Was ist los mit euch? Er kommt, er sagt, dass ich deine Eltern beleidigt habe. Oder deine Eltern auf meinen Kopf. Nein, nein, alles gut, alles gut. Wenn du nicht beleidigt hast. Ich hab mit dir ein Problem, nicht mit deinen Eltern alle. Warte ab. Rabir, steht es fest? Warte ab, was heißt du da? Schrei mal nicht, komm mal wieder runter. Rabir, steht der Kampf fest? Bruder, wir haben doch gesagt, wenn Neujahr ist, wir wissen genau Bescheid, wo und was. Ihr seid schon drinnen in diesem Film. Da weiß ich schon alles. Und gehen wir nochmal lebt, oder? Was denkt ihr, wer ist der Salami? Ey, Wallah. Nein, seit der von Dubai gekommen ist, der ist gerade, ich weiß nicht, was der in Dubai gegessen hat. Ich glaube, der hat in Dubai etwas Falsches gegessen. Kurti, es geht nicht, ich weiß nicht, ob es geht bei ihm um Geld oder was geht bei ihm. Also ich weiß Lass mal Hamid Khan ein, lass mal Hamid Khan ein. Warte. Bruder, er wird niemals mit dir live gehen. Bruder, er ist gerade am Zittern. Ja, das ist offline gerade. Aber guck mal, Magomed Dadash, dieser Mann hat Kinder, hat Frau, weißt du? Er benimmt sich wie eine, was er will. Du darfst dich vor seiner Haustür aufzusauchen, verstehst du? Maya, du Levin. Hi, ich sehe die eine Person nicht. Das ist Magomed. Kommt gleich. Rabbi, ich geh mal. Guck mal, schuf jetzt Hamid Khan an. Lass ihn in Ruhe, ich sag dir, er hat Kinder, Alter. Was ist mit dir los, Junge? Guck mal, ich gucke, ob er rauskommt jetzt wirklich. Sonst fahre ich unnötig rein. Leute, wie ihr seht. Der geht nicht ran, der geht nicht ran. Warum? Boss Deluxe, subscribe. Boss Deluxe, subscribe.